Servus, hier ist wieder euer Upsi. Naja, und ich hab euch was Neues mitgebracht. Klar, wie schaut es aus, wenn man nach 1, 2, naja, sagen wir 3, naja, sagen wir 3,5 Maß Bier über den Flohmarkt geht? Kauf mich, ich bin Stubenhahn. Na, Glücksbringer gesucht? Schau doch mal rüber, schau doch mal rüber, schau doch mal rüber, schau doch mal da drüben. Ja, Jägermeister, nein, den gibt's hier nicht. Dafür aber unseren Star. Da wo ich putz, da ist es nicht nur sauber, sondern rein. Und die Moral von der Geschichte, trau nach 3 Maß Bier deinen Illusionen nicht. Okay, so viel mal zu diesem Thema. Ja, fahren wir fort. Gruppensex in der Bäckerei? Ihr glaubt, das gibt es nicht? Seht selbst. Oh yeah, I like it. Tja, ja, da seht ihr mal, was ein Amerikaner mit seinen 2 Schnecken in der Bäckerei so treibt. Naja, nun kommen wir zum Wetter und somit auch wieder zum Ende unserer Feenclub News. Tja, bis bald. Ciao, euer Upsi. Naja, mit dem schönen Flohmarktwetter ist es nun vorbei, auch mit dem Biergartenwetter. Tja, aber ich kann den Halloween-Fans zusagen, dass es gebietsweise zu Halloween mit Sicherheit Nebel geben kann. Tja, und kalt wird's nun mal auch.